Hallo und herzlich willkommen auf der Trainingszone. In diesem Video erläutere ich euch, wie ihr euch sicher auf dem Rennrad bewegt. Wann schalte ich? Wie fahre ich durch die Kurve? Wann bremse ich? Alle diese Punkte sprechen wir jetzt an. Die Fahrtechnik beim Rennradfahren. Wie fahre ich durch die Kurve? Wann bremse ich? Wann und wie schalte ich? Das Wichtigste natürlich immer das Bremsverhalten. Ihr müsst vorausschauend gucken und die Bremsen, gerade auch heutzutage die Scheibenbremsen, funktionieren wirklich sehr, sehr gut. Also dosiert die Bremsen vorsichtig. Ganz wichtig, immer wenn ihr vor den Kurven bremst, immer in der Kurve nachher die Bremse loslassen. Wichtig auch, wenn ihr mal in Regen kommt oder auch schon beim Regen losfahrt, das Bremsverhalten beim Rennradfahren ist wirklich ein ganz anderes, wenn es nass ist. Es dauert einfach länger, bis die Bremsen greifen und dann kommt es meistens die Bremskraft schlagartig. Passt da ein bisschen auf, trocken oder nässe, komplett anderes Bremsverhalten. Kurvenfahren. Ich habe es eben schon angesprochen, ihr fahrt auf die Kurve zu und merkt, boah, ich muss die Geschwindigkeit reduzieren. Ihr bremst vor der Kurve, in der Kurve lasst ihr immer die Bremse los. Und ihr steuert das Fahren durch die Kurve wirklich mit dem Blick. Schaut dahin, wo ihr hinfahren wollt, automatisch zieht euch das Rennrad in diese Richtung. Das bedeutet aber auch, schaut nicht auf den Stein in der Kurve oder auf das Loch in der Kurve, dann werdet ihr dahin lenken. Also guckt dahin, wo ihr hin wollt und dann fährt das Rennrad automatisch mit euch diesen Punkt an. Ganz wichtig ist beim Kurvenfahren, achtet darauf, dass das kurveninnere Pedal oben ist. Sprich, ich fahre in eine Linkskurve, das linke Pedal ist oben, ich fahre in eine Rechtskurve, das rechte Pedal ist oben. Ihr habt sonst wirklich die Gefahr, mit dem Pedal aufzusetzen. Ihr habt so eine Schräglage, das kurveninnere Pedal ist oben. Und ihr lenkt auch nicht mit dem Lenker, sondern mit dem Körpergewicht. Ein klein bisschen wie beim Skifahren. Also nicht jetzt übertrieben den Lenker hin und her bewegen, sondern wirklich, wo will ich hin? Dann lege ich mich in die Kurve und fahre dahin. Und dann kommt der nächste wichtige Punkt, das Schalten. Denn wenn ich jetzt eine wirklich scharfe Kurve habe und ich muss rausbremsen und dann habe ich den Gang, den ich vorher vor der Kurve hatte, immer noch drin, dann ist es extrem schwierig anzutreten. Also schaut so ein klein bisschen, okay, ich muss abbremsen, schaltet vor der Kurve, bremst, kommt aus der Kurve raus und dann habt ihr den optimalen Gang, um mit einer hohen Trittfrequenz anzutreten. Was ist eine hohe Trittfrequenz? Optimalerweise bewegt ihr euch in so einer Range zwischen 80 und 90, 95 Umdrehungen pro Minute und das solltet ihr versuchen immer zu halten. Wenn es berghoch geht, dann könnt ihr auch mal ein bisschen weniger Kraft oder ein bisschen weniger Trittfrequenz haben. Dann könnt ihr auch mal so runtergehen auf 70, vielleicht sogar mal 65. Dann habt ihr ein bisschen mehr Druck auf dem Pedal. Aber im Flachen ist 80 bis 90 Pedalumdrehungen pro Minute so eine ganz gute Range. Und immer wenn ihr merkt, boah, irgendwie wird es gerade ein bisschen anstrengend, weil der Gegenwind zunimmt oder weil es halt minimal berghoch geht, dann schaltet ihr. Versucht auch ein bisschen vorausschauend zu schalten, also sprich, ihr seht, ah, da ist eine Brücke nach der Kurve oder vielleicht sogar ein kleiner Anstieg nach der Kurve oder ihr kennt euch besonders gut aus und wisst, nach der Linkskurve geht es berghoch, dann schaltet vor der Kurve, weil ihr wisst, ihr steht danach in der Wand. Das kann dann auch bedeuten, dass ihr mal drei oder vier Gänge hochgehen müsst, weil ihr halt danach ja wirklich eine deutlich verminderte Geschwindigkeit habt. Wenn ihr diese Punkte verinnerlicht, dann könnt ihr euch auf dem Rennrad wirklich sehr, sehr sicher bewegen. Wenn ihr mehr wissen wollt zu den Themen Fahrsicherheit, Bremsverhalten, Schaltverhalten, guckt einfach mal auf der Website der Trainingszone vorbei. Da sind wirklich sehr, sehr viele Inhalte, auch Handzeichen, wie bewege ich mich richtig in der Gruppe. Es lohnt sich, reinzuschauen.